Weil ich möchte nicht mehr auf dem Mars sein. Erinnert mich ein bisschen an Turok auch, die Waffe so ein bisschen. So richtig oldschool. So, da wären wir wieder. Mann, sieht das lecker hier aus. Hier wird, glaube ich, der Boden neu gestrichen. Oder gewischt. Die Putzfrau hat wahrscheinlich Urlaub. So, hier können wir nichts tun. Ich werde mal eben auf die Flinte wechseln. Auf die Kampfschrotflinte. Und auf das Sturmgewehr. Okay. Ich will immer mit... Falls ihr euch wundert, warum ich immer wieder auf die Kettensäge wechsle, das liegt daran, weil ich immer versuche mit... Ja, ist so gut. Weil ich immer wieder versuche mit Fierk nachzuladen. So, jetzt haben wir hier die gelbe Schlüsselkarte. Die kriegen wir jetzt von ihm hier. Gib her. Er steht bestimmt auf, ne, oder? Nein, doch nicht. Was ist das denn? Du kannst kein Team schicken, um es zu holen. Ich bin der Chef dieses Unternehmens. Ach, guck mal an. Arbeit und Entdeckungen gehören mir. Es war schon mein, bevor du es gefunden hast. Ach, guck an, das Himmel. Hayden hat mit Olivia zusammen Zugang gestattet. Ich würde aber gerne nochmal zurückgehen. Weil da waren ja auch Türen mit gelben Sicherheitskarten, ne? Komme ich jetzt irgendwie wieder zurück? Geht das? Ich gehe nochmal zurück, ja? Seid mir da jetzt nicht böse drum. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Weil ich will hier nichts verpassen. So. Warte mal, wo war denn jetzt hier so eine Tür mit gelber Schlüsselkarte? War das hier hinten? Ding, 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 ding. Guck mal, hier gibt es noch Leben. Können wir noch mitnehmen, wenn wir schon einmal hier sind. Wir sprühen die Funken. Funken. Ah, nee, war nur die Rune, ne? Genau. Aber es gab doch irgendwo eine Tür mit einer gelben Schlüsselkarte, die wir brauchten. Außer jetzt die, wo wir gerade waren. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Du musst morgen arbeiten. Boah, das tut mir leid. Hier war doch irgendwas mit gelber Schlüsselkarte, oder? Oder vertue ich mich da? War das nicht hier irgendwo? Ah, hier, siehst du? Zugang gestattet. Was kriegen wir hier? Ist das ein Bonusraum? Okay. Ich gehe doch erst in die andere Richtung. Bevor ich da weitergehe, weil ich habe Angst, dass dann die Tür unter uns zugeht. Warte mal, ich schau mal eben, wo müssen wir denn lang? Okay, hier gibt es gar keinen Bereich, wo ich jetzt langlaufe. Ah, es könnte aber sein, dass wir... Warte mal. Hä? Da hinten haben wir auch noch ein Dings vergessen. Ah, Moment, ich gehe nochmal zurück. Eine Rüstung haben wir da hinten vergessen, sehe ich gerade. Fällt mir gerade auf. Kommen wir da nochmal hin? Unautorisierte Exkursion. Ja, halt den Bubble. Mist, dass ich jetzt zurücklaufe. Weil irgendwo war hier, da hinten. Das heißt, ist hier irgendwie die Treppe runter? Hier irgendwo? Und da liegt sie auch schon. Guck mal, haben wir vergessen. Guck mal an. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Naja, brauchen wir, ne? Um uns zu verbessern. Besser ist. So. Haben wir das nämlich auch gefunden. So. Und jetzt gehen wir erstmal in den Raum, wo wir gerade aufgemacht haben. Da sind Bonusmonster drin. Ja, ich glaube auch. Ja, halt doch den Rand. Meine Güte. Gibt's doch gar nicht. Der ist nur ein Quassel, der Kerl. Schrecklich. So. Nee, warte mal. Das war hier, ne? Ich bin schon wieder verlaufen. Obwohl der Wegpunkt zeigt auch in die Richtung. Naja, gucken wir mal. Hallo Jungs. Guck mal hier, für euch. Geh weg, lass das. Lass mich. Lass das, habe ich dir gesagt. Geh weg. Geh aus dem Bild.
Sag mal. Ich brech dir den Arm. Meine Güte. Ach, hier ist der Zug. Stimmt. Ah, stimmt. Wir müssen ja mit dem Zug fahren. Da war ja was. Nee. Noch nicht. Ich muss noch mal eben kurz wohin. Ah, also geht's da gleich weiter mit der Story. Ich möchte aber trotzdem gerne noch mal gucken, was in der anderen Tür ist mit der gelben Schlüsselkarte. Bevor ich das verpasse. Die Kiste haben wir, ne? Genau. So. Können wir ja zurückgehen. Das ist ja das Schöne hier an den Maps. Die sind auch vor allem, wie riesig die auch sind, die Karten. Das ist ja unglaublich. Und in jedem Bereich gibt es ja auch hier diese alten Doom-Klassik-Karten. Ach, guck mal hier, Rüstung. Nur man muss natürlich auch erstmal den Schalter finden dafür. Wo war denn jetzt? Ah, hier war das, ne? Genau. Wir kommen nie wieder zurück. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, das war eine Abkürzung. Ach, wie geil. Ah, okay, alles klar. Dann hat sich das ja auch schon erledigt. Hier war das, ne? Genau. Okay, haben wir das auch gesehen. Dann können wir jetzt getrost mit dem Zug fahren. Obwohl ich gar nicht mit dem Zug fahren möchte, weil wir noch so viele Secrets hier haben, die wir noch nicht. Guck mal, hier oben ist noch eine Rüstung. Wie kommen wir denn da hin? Das muss hier irgendwo sein. Hier oben über uns. Hier ist das irgendwo. Ah, hier. Guck mal an. Wie gut, dass wir uns noch umsehen, Sister. Einfach mal 666 gambeln und gewonnen, jawohl. So, Bretonmark haben wir nämlich da wieder gefunden. Wenn, dann möchte ich schon gerne... Guck mal, da hinten haben wir auch was vergessen. Ich sehe das jetzt gerade erstmal. Da ganz hinten. Da haben wir die Figur vergessen. Das war bestimmt direkt am Anfang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den ganzen Weg zurück. Oh Gott, nee, ich glaube. Oh Gott. Oh, guck mal, wir haben alle Herausforderungen abgeschlossen. Wie cool. Okay, die Bretonmarken haben wir alle gesammelt. Agentzellen fehlt es noch. Hier oben ist noch ein... Ah, guck mal, hier oben ist noch ein Männchen. Das heißt, wir müssen irgendwie nach oben kommen. Da irgendwie. Ich schau mal, ob ich da irgendwie... Komme ich von hier irgendwo hin? Schau mal eben. Das ist irgendwo da oben. Da ist eine gelbe Tür auf jeden Fall auch. Und da waren wir auch schon. Ich frage mich nur, wie wir da hinkommen. Das ist da oben. Ah, wie kommen wir denn da hin? Und da hinten ist das Auge Saurons. Oder ist... Aber draußen ist das nicht, ne? Hier geht's ja zum Zug, ne? Genau, hier geht's zum Zug. Das kann da hinten sein. Auf der, dass wir hier über die Seite kommen. Aber wie kommen wir denn da hin? Ich gehe nochmal eben zurück, ja? Also, wie gesagt, seid mir nicht böse, aber wie gesagt, ich spiele halt so, wie ich das Spiel auch privat spielen würde. Na? Und wem es halt nicht passt, der guckt halt woanders. Bin ich ja kein böse drum oder so. Denn, jeder macht das ja so, wie er es für richtig hält. Na, wie gesagt, wer halt woanders gucken möchte, dem bin ich halt nicht böse drum. Der guckt halt woanders und fertig. Das muss ja hier sein, ne? Da oben ist die Kiste. So. Vielleicht hier lang irgendwie. Oh Gott, wie kommen wir denn da rauf? Uah. Wie komme ich denn da auf den Stein? Oh Gott, ich habe Angst, hier runterzufallen. Ja, ich war schon mal dran, aber das war noch nicht richtig. Ah, wahrscheinlich da irgendwie hier oben. Müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie hinkommen. Also von der Seite kommen wir schon mal nicht dahin gerade, wo wir gerade waren. Na, hallo? So, also hier rüber. Hier dran.
Und dann irgendwie dahin. Kann ich von hier aus? Geht das? Oh ja, okay, das klappt. Sehr schön. Wunderbar, da können wir uns nämlich wieder aufleveln. Mal die Aura von Bienen. Ja. Yeah! So, was machen wir denn? So, letztes Mal hatten wir Gesundheit. Ein bisschen mehr... Ich glaube, ich mache nochmal Gesundheit. Und danach machen wir Rüstung und Munition. Also langsam wird es auch mit Munition ein bisschen knapp. Dann machen wir demnächst machen wir Munition und danach machen wir dann Rüstung. Ich schaue nochmal eben schnell auf die Karte. Das Männchen möchte ich gerne haben. Das müsste quasi in dem Bereich da sein. Und zwar da oben irgendwo. Komme ich da irgendwie hoch? Okay, warte, ich schaue nochmal eben. Das ist drin, okay. Es müsste also hier sein irgendwo. Ach, da oben, guck mal an, wie versteckt das ist. Ah, wie geil. Oh, wie süß. Oh, wie süß, ist der niedlich. Oh, der ist voll knuffig. Cool. So, haben wir das auch gefunden. Sehr schön. Höllenbaron-Modell. Oh, wir haben 4 Pünktchen, haben wir. Können wir irgendwas... Da brauchen wir 6 Taler. 6 mal Geld. Habe ich nicht. Da brauche ich auch 6 Geld. Ich habe nur 4. Naja, die Pistole nutze ich eigentlich so gut wie gar nicht. Ich weiß nicht, warum ich die jetzt... Okay, mach mal hier. Du wechselst die Waffen schneller. Ja, komm. Machen wir mal. Wenn wir schon die 2 Pünktchen haben. Ich wollte aber auf die Karte nochmal geschaut haben. So, jetzt haben wir 4 von 6 Secrets gefunden. Da unten ist noch ein Bereich, wo wir noch gar nicht waren. Das ist da unten irgendwo. Ah, wie riesig das ist. Das ist unglaublich. Ja, und natürlich da hinten das Püppchen. Das müssen wir normalerweise eigentlich noch finden. Aber dazu müsste ich ganz zurückgehen. Du ziehst voll das Let's Play in der Länge, meinst du das? Ja, schön. Dann guck halt woanders. Ist mir egal. So. So, warte. Ich gehe jetzt zurück. Ja, ich gehe jetzt zurück. So. Ich gehe jetzt zurück. So. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich gehe jetzt zurück. Bevor wir mit dem Zug fahren, gehe ich jetzt zurück. So. Ich will das... Ich will dieses Robotervieh haben. Das Kleine. Ich will das haben. Auch wenn ich jetzt 100 D-Abos kriege oder so. Aber ich will das Robotervieh haben. Alter, wie weit das ist. Alter. Oh, ihr werdet mir das so übel nehmen. Ihr werdet mir das so übel nehmen. Ihr werdet mir das so übel nehmen. Dass ich jetzt komplett zurückgehe. Es tut mir leid. Ich sag jetzt schon mal, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Aber ich möchte das Robotervieh einfach haben. Ich möchte einfach diese Station clearen. Ach, guck mal, so weit ist es doch gar nicht mehr. Muss man nur irgendwie nach oben kommen. Ich hoffe, wir kommen irgendwie nach oben. Wie war das denn nochmal? Oh Gott. So. So, bin ich jetzt auf der richtigen Etage schon, oder? Ich glaube, eine Etage müssen wir... Oh Gott, wir kommen gar nicht mehr zurück. Kann das sein? War das nicht da, wo wir gar nicht mehr zurückkommen? Scheiße, wir kommen gar nicht mehr zurück. Oder? Aber das wäre ja dumm, wenn man nicht mehr zurückkommen würde. Das wäre ja voll bescheuert. Stimmt, das war ja beim letzten Mal schon so. Da habe ich auch überlegt, wie wir da oben hochkommen. Boah, das wäre voll bescheuert. Roboter mit Senf ist mir egal. Roboter mit Senf. Er ist wie mit der Elgato. Ja, genau. Scheiße, wie komme ich denn... Fuck, wie komme ich denn da rüber? Mann, ich will den Roboterjunge haben. Der Roboterjunge. Der Roboterjunge. Da oben müssen wir rauf. Es gibt auch keine Möglichkeit, irgendwie auf den Steine zu springen, oder? Ne. Scheiße.
Komme ich hier mit dem Jump Pad irgendwie dahin? Ah, warte mal. Na, hallo, Jump Pad? Oh, komm bitte. Oh, hier übers Geländer. Schaffe ich das, darüber zu springen? Oh, bitte. Nein, ich komme da nicht mehr rüber. Was? Bitte, lass mich darüber. Lass mich da. Ich will alle darüber. Oh, wie dumm. Wieso komme ich denn da nicht mehr hin? Das ist aber echt bescheuert, dass man da nicht mehr zurückkommt dann. Das ist echt ärgerlich. Aber wir sind quasi jetzt auf der Etage, wo wir eigentlich hin müssen. Ach, da kommen wir eh nicht mehr hin, ne? Das war ja ganz am Anfang war das gewesen. Verdammt. Da sind wir da hinten rübergesprungen. Das müsste in dem Bereich sein. Oh, shit. Das wäre total dumm, wenn man nicht mehr zurückgehen könnte. Ich glaube, wir kommen auch nicht mehr zurück. Hier runterher kriechen kann ich auch nicht. Scheiße, wir müssten normalerweise eigentlich nur über den Zaun hier springen. Aber macht er nicht. Der Drecksack. Vielleicht glitsche ich hier einfach mal ein bisschen hoch. Vielleicht klappt das ja dann. Jetzt darüber. Boah, fast. Aber das ist, glaube ich, eine Alpha-Wand. Ich glaube, das ist eine Alpha-Wand. Nein, das ist eine Alpha-Wand. Scheiße, die haben eine Alpha-Wand dahin geknallt. Scheiße, fuck. Okay, das heißt, das können wir vergessen. Mann, Mist. Ich gebe noch nicht auf, ihr merkt's. Ich gebe noch nicht auf. Okay, auf das Rohr kann ich nicht drauf. Er hat Rohr gesagt.